Aber das ist wieder so, wo haben die ihre Straßenschilder? Das wäre Administration, Administration, CC. Aber passt das denn? CC. Das ist also auf der Ecke hier. Was? CC. 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 Das ist genau auf der Höhe. Ich setze nochmal einen Punkt. Wir sind genau auf der Höhe. Ich gesse gleich übrigens. Wir sind genau auf der Höhe. Ey, jetzt beweg dich doch nicht. Fieses Spiel, das mich nur am Mobben dran am Sein tun. Ich finde ich gut, persönlich. So, wir sind eher auf der anderen Seite. Wir sind ziemlich, also wenn ich jetzt hier starte, dann bin ich doch ziemlich genau auf dem Zebrastreifen. Das heißt, am Ende dieser Straße, mittig. Aber hier ist nichts gegenüber. Ach so, ich bin ja auch hier. Entschuldigung. So. Macht nichts, ist okay. Würde ich sagen, wie nah kommt man denn ran? Auf einen Meter. Denk dran, du musst ja noch 2,3 Meter unterbieten. Das versuche ich ja gerade. So, ich könnte gessen. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Ah, wie viele Minuten brauchen wir denn noch? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich auch nicht. Du, Fussel, wir haben gesagt, wir spielen dieses Spiel anständig. Ja? Richtig, ich gehe dann schon mal ins Bett und dann kannst du ja in der Zwischenzeit schon mal googeln. Nee, das kann nicht sein. Das, Aber da kommt doch keine Sau drauf, ey. Das kann doch alles nicht, vor allem, weil die Schreibweise auf der Karte auch noch unterschiedlich ist. Das ist ja das. Ja? Die sind doch völlig ja. bekloppt, sowas mit uns zu machen. Jetzt hast du mich erwischt. Sind wir im Grenzgebiet? Ich dachte ja. Zu welchem Noch Land vor denn? der Hauptstadt dachte ich ja. Ja, nur zu Was ist denn die Turkmenistan. Hauptstadt? Bischkek. Wie heißt die? Bischkek. Bischkek? Ach, das ist der ja oben. Nee, da sage ich dir, nee, da bitte nicht. Also da will ich fair sein und sagen, da bist du ganz weit von weg. Ich gebe dir aber mit deinem Grenzgebiet durchaus recht. Ja, aber ich finde dieses Drecks-Dings nicht. Weil ich habe einen Hinweis gefunden, das war Kappa Zü. Das Kappa CYY. Das war mein Hinweis. ist das auch eine Stadt? Das weiß ich eben nicht. Nur habe ich dieses Grenzgebiet vorhin schon durchgesucht und dort dieses Café nicht gefunden. Ich könnte ja mal Folgendes machen. Ich gehe mal, ich habe ja hier gegessen, ne? Also es sollte ja relativ Ja, klar sein. ja. Ich mache jetzt mal Folgendes. Wir können leider die Straße, die müsste ich nämlich eigentlich hier weiter, aber das geht nicht. Dann gehe ich mal runter auf die Straße von dem Volkshelden hier. Ja, von dem Volkshelden, ja. Ich Da nenne ihn gibt es ja einfach noch mal einen. so, genau. Dann gehen wir Ja, ist einfach auch ein Wald. mal. Ist hier ein Park? Ja, das soll ein Park sein? Ich glaube, ich bin doch falsch. So, dann gehen wir, also jetzt sind wir hier, ne? Jetzt gehen wir einfach mal diese Straße 1, 2, 3, dritte Kreuzung. War das eine Kreuzung? 1, jawohl. Hier müsste ein großes Gebäude sein. Habe ich richtig, ne? Vom Guess 1. Dann hier müsste Ogdet. Kann ich nie erkennen, aber das könnte durchaus sein, weil es ist zurückgesetzt. Also es könnte durchaus richtig sein. Wir gehen bis zur nächsten Kreuzung. Also ich lerne jetzt gerade diese Stadt in Aserbaidschan kennen, ja? In Aserbaidschan. Genau. Gibt es Ja, denn. natürlich. Es gibt hier ganz viele Gestelle für Schilder, aber nix. Aber hier steht Demir Bank. Ja, passt. Also wir sind, also ich bin definitiv richtig. Aber das war mir eigentlich schon. So, dann gehe ich jetzt weiter. Jetzt müsste ja demnächst
eine große Kreuzung kommen, ne? So, jetzt sind wir sozusagen hier. Jetzt müsste die ab kommen. So, ich kann es nicht aussprechen. Das ist die hier. Und wenn wir hier hingucken, müssten wir ja eigentlich über eine Brücke kommen. Korrekt. Jetzt ist die Frage, kann ich hier abbiegen, dass ich wieder auf diese Hauptstraße komme? Du kommst nicht in diesen Block rein. Das ist doch nicht zum Aushalten. Gut, wir gehen mal weiter. Du suchst noch, ja? Nicht googeln, mein Freund, nicht googeln. Na, um Gottes Willen. Die Zuschauer sehen, wie ich hier auf dem Bild hin und her klicke, wie blöd. Da habe ich keine Zeit für googeln, echt nicht. Ah, nee, komm, das ist noch zu weit, oder? Oder meinst du, ich komme auf die Autobahn? Also, wenn du gessen möchtest, dann werde ich jetzt auch einfach gessen. Ja, ja, ich bin bereit. Also, ich bin zum Gessen bereit. Ich werde jetzt mal kurz schauen, ob ich da irgendwas finde, was interessant ist. Dann werde ich da nämlich mein Gess hinknallen. Das macht mich wahnsinnig, sage ich dir. Und zwar wo? Und Autos, die haben nichts aus Deutschland gelernt. Ach Mensch. Okay, ich werde einfach gessen. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, das kann ich verstehen. Okay. Bist du? Oh Mann, nee, das stimmt nicht. Das stimmt definitiv nicht. Ich bin 4,2 Meter weg und das. Oh, bin ich weg. Scheiße. Ich habe Osch habe ich gehabt, aber dann bin ich weggegangen. Ja. Scheiße, verdammt. Und ich hatte das in ähnlicher Konstellation gelesen, habe aber nicht verstanden, dass das eine Stadt ist. Und dann habe ich es durch Zufall gefunden. Ich denke so, warte mal. Und dann war es natürlich wirklich ein leichtes, weil so groß ist die Stadt nicht. Aber das riecht mich jetzt wieder auf. Nach diesem Café, ich habe es nicht gefunden. Keine Chance. Weil, ganz ehrlich, das Guest-Zeichen, ne, ist ja nicht, definitiv nicht da, wo wir gestanden haben. Weil wir haben ziemlich nah auf diesem Rand gestanden und an diesem Rand. Also wir haben hier sozusagen auf der Ecke. Hier ist der Zebrastreifen. Und das Guest ist auf der anderen Seite der Straße. Also da, so kann ich nicht arbeiten. Wo ist denn da das Café? Ach da! Türkisches da Restaurant. Oh Mann, selbst der Name darunter steht richtig. Das ist ja der Hammer. Ja, ja, richtig. Mit richtig. Diesem komischen Doppel-DP oder so. Ich hab Osch durchsucht und ich hab's nicht gefunden. Bin wieder weg von Osch. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, weißt du was? Aber wie bist du denn auf Osch gekommen? Also, das ist doch... Ja, ich habe von den größeren Städten zu den kleineren durchgearbeitet, weil ich einfach nichts gefunden habe. Dann habe ich gedacht, okay, arbeite die größeren Städte durch und schau mal, ob du dieses verdammte, verkackte Café findest. Ja, aber wenn du jetzt in Bischkek bist, ne? Wie willst du denn da dieses eine Café finden? Das ist doch schlimmer als die Nadel im Heuhaufen. Also, es gibt eine Stufe, da kannst du nahezu sämtliche Cafés überblicken, wenn du die Karte links und rechts schwenkst. Und das ist einigermaßen erträglich von den Bildausschnitten. Das geht sogar. Ja, aber wenn ich in Bischkek so nah rangehe, ne? Dass ich Tankstellen und so weiter sehe, das ist doch ein Riesengebiet. Ja, aber wenn du überhaupt keinen Anhaltspunkt hast, und ich hatte keinen. Ich wusste nur am Anfang, es ist Kirgisien. Ich muss überhaupt erstmal, wo ist das überhaupt, ey? Und ich dachte, das mit dem Afghanistan, warte mal, das sind doch, war Kirgisistan und Tadschikistan nicht auch Gründe, warum der Russe damals den Afghanistan-Krieg begonnen hat? Ja, mitunter. Das war doch, ne? War da nicht in Afghanistan irgendwie Aufstand der Religion und so weiter? Und die wollten dann die Tadschiken und so weiter auch überzeugen und da hat die UdSSR damals angefangen, den Krieg zu führen. Wo sich dann die CIA eingemischt hat und die Gegenseite wieder mit Waffen beliefert hat, der ja dann auch vermeintlich mit Flugzeugen nach Amerika die Waffen zurückgeliefert hat. Ja. Absolut. Das war doch so, ne? Irgendwie das wissen aber viele Leute heutzutage nicht, dass auch Russland damals schon, oder die Sowjetunion damals, schon bereits gegen Afghanistan Krieg geführt hat. Ja, und das, ja, gut, das wissen die deswegen, weil es ja in, was war das, Rambo 3 oder so verteufelt, also, ne? Aber da wurde es ja wieder mal völlig falsch dargestellt. Da war es ja der brutale Russe, der Afghanistan überfallen hat. Das ist ja völliger Quatsch, weil der Russe ist ja nicht da einmarschiert, weil er wollte, sondern weil er von der damaligen Regierung beauftragt wurde. Ähnlich wie heute ja auch schon wieder in Syrien, ne? Wo ja der Westen, also wir,
völkerrechtswidrig einfach Krieg führen, weil wir sagen, nee, also wenn der Russe da unten ist, dann müssen wir unsere Bomber da runterschicken. Ganz genau. Eine Runde haben wir noch, ne? Alter. Ja, komm, bringen wir es hinter uns. Aber ganz schnell, bitte. Ach, da, ja, das ist alles. Den Leichenwagen kenne ich doch. Das Ach, ist, da war ich doch schon mal. Das ist nicht Deutschland. Nee, ich weiß, das ist England. Was? Ja, klar, das sieht man doch. Ja, absolut, absolut. Ich bitte dich. Reserva. Mhm. Mhm. Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Bus. Hatten wir den nicht schon mal? Kann sein, in einer älteren Folge. Ja, warum denn nicht? Wahrscheinlich sind wir wieder in genau der einen Stadt. Das ist schon wieder so ein Gebiet, da könnte ich kotzen. Weißt du das? Ja, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob ich das hier schön finden soll oder nicht. Das Problem an diesem Gebiet ist immer, dass ich mich sehr leicht dazu verleiten lasse, doch Koloniegebiete, ehemalige Koloniegebiete, unter Augenschein zu nehmen. Das ist das Problem. Ja, vor allem, weil hier aber auch wieder nichts ist, ne? Das ist ja... Ja, doch, ein Parkplatz. Ja, toll. Die gibt es ja Gott sei Dank. Also, ich meine, gut, in Deutschland wüsstest du jetzt, wo du wärst. Der eine Parkplatz, der so viel Platz bietet. Ja, das ist... Und wahrscheinlich auch noch kostenlos ist. Das ist... Was? Hier, da ist doch mal eine ganz schöne Tafel, aber die kann man nicht sehen im Detail. Sehe ich das richtig? Ach so. Ja, kann man nicht. Oh, warte mal. Oh, ich hab was. Was ich habe was. Ich habe was. Das muss hier sein. Das muss hier sein. Du kannst das ruhig mit mir teilen. Ich hab auch mit dir geteilt. Ja, mach ich überhaupt kein Problem. Lass mich erst mal gucken, ob ich recht habe. Ja, ich habe auf jeden Fall ein Ibis-Hotel gefunden. Ich weiß, wo ich heute Nacht unterkomme. Also im Moment schlafe ich noch auf dem Parkplatz, aber gut, vielleicht tut sie ja was. Das ist ja, aber das kennst du ja schon. Das kenne ich schon. Nee, das lass dich jetzt bloß nicht verrückt machen. Ja. Bloß nicht, weil das muss hier sein. Wo? Da, wo ich jetzt bin. Also weiß, wo das Hospital ist. Wie, was? Ja. Ich habe hier Straßenschilder gefunden, hör mal, da lacht das Herz. Also nicht meins, aber... Da steht auf diesen Schildern, auf diesen Tafeln, steht doch auch ein Ort drauf. Ne? Nee, leider nicht. Hier steht Accesso Local. Estacionamento Pago. Und Pago dürfte übersetzt parken heißen. Bist du sicher? Ja. Ich finde es nicht und das kotzt mich wieder so an. Das kotzt mich wieder so an. Oh, was könnte das denn sein? Aber ist doch Quatsch. Warum glaube ich, dass das hier... Das ist doch... Was machst du denn da? Das kann doch nicht richtig sein. Denk doch mal nach. Das ist doch keine Stadt. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Nein. Was denn? Nein, nein, nein. Es ist dir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Oh, nee. Also ich denke, wir sind uns einig, oder? Ja, oh Mann, ey. Aber wie heißt denn dieses Kaff, was meinst du? Das kann ich dir nicht sagen. Was bedeutet das hier? Ich weiß ja nicht, ob wir du weißt schon, ob wir das beide gessen wollen würden, stand jetzt. Ja, du, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, in welcher Stadt ich bin. Ich weiß nur ungefähr, welches Land, weil ich habe da was gefunden, was schon für sehr heitere Stunden bei uns gesorgt hat. Wirklich für sehr heitere Stunden. Das ist, lass dir gesagt sein, wir werden Spaß haben.
Und wir haben jetzt gerade 1:45 Stunden. Sehe ich das richtig? Ja, gut, das ist ja nichts, ne? Das ist gar nichts. Aber es Es könnte was stand wirklich, ich hatte recht, aber das kann doch nicht sein, oder? Ist denn. Nee, geht doch nicht, oder? Doch, geht.